willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute das erste Mal endlich ein What I Eat, ein Rezepte-Video aus unserer, mit unserer neuen Küche. Ich habe ja beim Küchenumbau gefragt, ob dann wieder viele neue Rezepte-Videos kommen sollen und ihr wart alle auf ja, 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 bitte. Und das mache ich natürlich sehr, sehr gern. Deshalb nehme ich euch heute den ganzen Tag mit. Schau mal, was hier so passieren wird. Ich weiß ehrlich gesagt selbst noch nicht so genau, was ich alles machen werde. Das Ding ist halt, bei einem What I Eat, wenn ich eins hochlade, möchte ich euch natürlich Rezepte zeigen, die ich euch noch nicht gezeigt habe, sonst wäre sie irgendwie langweilig und hätte nicht so viel Mehrwert. Aber dennoch soll es natürlich authentisch sein und ich möchte euch natürlich zeigen, was ich wirklich esse und nicht nur einfach den Tag so tun, als ob so. Ja, deshalb werfe ich jetzt dann gleich mal einen Blick in den Kühlschrank, schau mal, was alles da ist, was ich daraus zaubern könnte. Und übrigens, was alles da ist, ich muss euch mal was zeigen. Kleiner Hinweis, wer könnte wohl bei uns zu Besuch sein? Und tada! Lani ist da. Hallo Lana. Also für alle, die Lani noch nicht kennen, Lana ist der Hund von meinem Cousin und seiner Frau. Und wir dürfen immer, wenn sie zum Beispiel auf Urlaub sind, auf Lani aufpassen und Hunde sitten. Haben uns schon richtig drauf gefreut auf sie. Und jetzt zeige ich euch aber genau, was sich in unserem Kühlschrank verbirgt. Man kann ja mal schauen, was ich heute machen könnte. So, was haben wir alles? Also, wir haben wirklich richtig viel Gemüse. Also, ich möchte auf jeden Fall viel Gemüse aufbrauchen. Das ist auch nicht schlecht. Spargel ist noch da, Karotten, Zucchini, Frühlingszwiebel, Gurke, Champignons, Rucola, Tomaten, Salat. Dann haben wir hier hinten auch Erdbeeren und Heidelbeeren, also auch noch Beeren. Ja, und das, der Rest ist eigentlich ein bisschen so Standard. Meine Idee, oh, jetzt ist finster, war folgendes. Und zwar, dass ich jetzt für Mittag auch richtig leckere Wok mache. Ich habe da nämlich eine Soße, die so lecker ist. Es ist so eine Mandelsoße und die mit ganz viel Gemüse und vielleicht Tofu oder so dazu. Deshalb, oh, der ist nicht ganz zu. Deshalb werde ich jetzt am besten gleich schon mal das Tofu marinieren, damit es richtig schön ziehen kann. Das hole ich jetzt mal schnell. So, Lani trinkt. Ich darf schon weiter trinken. Und ich habe jetzt mal hier alles schon mal vorbereitet. Eine Sache noch. Nicht, dass ihr euch wundert, wieso ich euch jetzt kein Frühstück zeige. Die mich schon länger kennen, wissen, dass ich ja nichts frühstücke. Deshalb startet mein Tag immer erst mit dem Mittagessen. Wir haben es jetzt ungefähr 11 Uhr. Deshalb passt es ganz gut, wenn ich schon mal das Tofu mariniere. Ich esse dann meistens so, oder wir essen meistens so zwischen 11:30, 12:00. Also dann schon relativ früh, weil dann doch der Magen knurrt. Und ja, also wir brauchen auf jeden Fall Tofu. Das ist von Process. Das ist echt sehr, sehr lecker. Das ist einfach so ganz Natur, ohne irgendwie noch Gewürz. Deshalb... Oh, die ganze Zeit piepst der, das ist die Waschmaschine. Ich nehme da eigentlich immer relativ das Gleiche. Sojasauce, ein bisschen Apfelessig, Sesam, Knoblauch, Ingwer, ein bisschen Agavensirup. Das war's eigentlich. Ich glaube, ich habe jetzt nichts vergessen. Machen wir noch eine Zitrone oder so. Aber ansonsten ist es so die Standardmarinade. Ich werde jetzt auf jeden Fall das Tofu noch ein bisschen auspressen, damit einfach schön das Wasser entzogen wird. So, das ist auf jeden Fall wichtig, damit auch dann die Marinade richtig aufgezogen wird. Am besten zwischen einem Küchentuch ein bisschen beschweren und dann können wir in der Zwischenzeit schon mal die Marinade vorbereiten. Ihr seht, das Tofu hat die Marinade jetzt schon richtig schön aufgenommen. Das ist jetzt schon eine Zeit hier gestanden. Und jetzt zeige ich euch mal, was ich jetzt für die restliche Wok alles nehme. Ihr könnt da wirklich super frei sein. Ich habe jetzt einfach das Gemüse genommen, was weggehört, was wir noch da haben, was ich gern mag. Einmal diese, die finde ich mega, also Empfehlung für euch in die Wok rein. So Kaiserschoten sind das. Karotte, Zucchini, Frühlingszwiebel, Paprika, Chili,
Champignons. Ich habe aber auch diese Shiitake-Pilze. Das sind getrocknete. Die kann ich euch auch gerne mal unten verlinken. Übrigens, findet generell nochmal das ganze Rezept unten in der Infobox. Die gebe ich rein. Wok-Gewürz und auch solche Bohnenkeimlinge. Und dann Kokosmilch brauchen wir ein bisschen Öl. Da ist auch dieser Spray hier mega. Da sprüht man einfach die Pfanne ein. Sehr praktisch. Und dann ein paar Mandeln und eben auch weißes Mandelmus, Sojasauce und eigentlich eine frische Limette. Hatte ich leider nicht mehr. Ich nehme jetzt einfach ein bisschen Zitronensaft, geht auch. So haben wir dann eine richtig schöne Mandelsauce mit ganz viel Gemüse, Tofu. Und ich zeige jetzt einfach mal, wie das Ganze funktioniert. Let's go! Ah ja, und eine Knoblauchzehe. Und jetzt geht's ran ans Schnibbeln. Fertig ist die Wok mit Mandelsauce, Tofu, Mandelsplitter. Ja, das ist so, so lecker. Wir haben viele Proteine, wir haben viele gesunde Fette, richtig viel buntes Gemüse. Also probiert die super gerne mal aus, gebt mir Bescheid, wie ihr die findet. Und ich kann mir die jetzt Mahlzeit. Übrigens ist es gerade so dunkel und grausig und nass und regnerisch draußen geworden. Ist jetzt hier mit meinem Sommerkleid. Das kann ich euch dann übrigens noch mal zeigen. Das ist so süß. Guten Hunger, Mahlzeit. Mm. So, da haben wir jetzt einen kleinen Besucher. Hallo. Wie schmeckt's, Schatz? Ja, voll gut. Schmeckt's da? Voll gut, wirklich. Freut mich. Und der Spatz, ja. Das war gerade nur einer. Der möchte auch was. Du kriegst aber leider nichts. Jetzt zeige ich euch nochmal mein wunderschönes Sommerkleid, ein bisschen beinahe. Das ist von Armed Angels. Die haben nämlich eine Summer Dresses Kollektion rausgebracht. Mit so unglaublich schönen Modellen, Stoffen, Schnitten. Die Stoffe übrigens, also generell Armed Angels, weiß nicht, ob ihr die Marke kennt. Ich habe davon ja auch schon Jeans. Ist einfach eine super coole, nachhaltige Marke. Beispielsweise jetzt bei den Kleidern verwenden sie auch nachhaltige... Moment, Moment. Eine Ewigkeit später. Jetzt bin ich wieder da. Wir hatten kurz Besuch bekommen und Lani, der Wachhund, hat natürlich sofort gemeldet. Ja, ich habe euch gerade mein Kleid gezeigt. Wie gesagt, von Armed Angels. Und ich habe auch einen Rabattcode für euch. Ihr bekommt aktuell bis zum 19.06. mit PaulinaW_15 15% Rabatt. Kann ich euch nochmal alles in die Infobox schreiben, alles auch verlinken. Und wie gesagt, sehen die Teile nicht nur schön aus, sondern sind eben auch nachhaltig. Der Stoff hier zum Beispiel bei dem Kleid ist Lenzing Ecovero. Sie verwenden aber auch bei der Dresses-Kollektion Tencel Lyocell. Einfach auch tolle Stoffe, wo beispielsweise beim Anbau, beim Gewinn der Fasern einfach ja, der Boden nicht geschädigt wird. Weniger Auswirkungen auf die Luft das Ganze hat, weniger Energie- und Wasserverbrauch und so weiter. Kann man einfach auch ein bisschen den Fußabdruck in der Garderobe reduzieren, finde ich. Sehr, sehr toll. Findet ihr alles, wie gesagt, in der Infobox verlinkt. Und jetzt haben wir schon 15 Uhr ungefähr. Also ich kann es euch genau sagen. 15.23 Uhr sogar. Ich habe schon ein bisschen Hunger. Moment, ich drehe mal kurz die Kamera. Ich mache mir jetzt einen kleinen Snack. Wir haben noch richtig viele Pfirsiche. Diese, ich weiß immer nie, sagt man Jupiter oder Saturn? Pfirsiche. Saturn, oder? Na, warte mal, jetzt bin ich verwirrt. Ich glaube, Saturn-Pfirsiche nennt man die. Mit die mache ich mir so ein leckeres Joghurt. Zeige ich euch. Also, let's go. So, die habe ich gemeint. Schreibt mal bitte in die Kommentare. Sind das Saturn-Pfirsiche? Saturn, glaube ich. Jedenfalls brauche ich die. Dann nehme ich noch ein bisschen so Dinkel-Crunchy-Müsli. Da könnt ihr aber auch, keine Ahnung, ein Protein-Müsli reinhauen, was ihr da gerne mögt. Ein bisschen Kokosnussflocken zum Toppen. Und einfach so Skia-Joghurt. Das ist jetzt von Alpro.
Könnt aber auch nehmen, was ihr wollt, und auch noch andere Sachen reingeben. Ich schichte das jetzt einfach so in das Glas. Ich glaube, ich mache für Sascha auch eins mit. Freut sich sicher. Und das war's auch schon. Das schmeckt richtig lecker. Also los geht's wieder. Babe. Fertig ist es Schicht-Pfirsich-Joghurt. Ihr seht mich ja gar nicht. Hallo. Ist auch perfekt für den Sommer. Und das lassen wir uns jetzt schmecken. Tada! Nicht schlecht. Nein. Das ist nichts. Was ist für dich? Für mich? Ja. Danke, Schatz. Du bist ein Pfirsich-Joghurt. Pfirsich-Joghurt mit Kokosstreusel, oder? Ja. Wow. Hast du Löffel? Ja, bitte. Taste-Test. Bitte geben Sie eine Bewertung ab. Von 1 bis 10 stechen Sie bis nach unten durch, sonst erwischen Sie nur die Hälfte des Genusses. Ach so. Gut. Schmeckt wie fauler Fisch. Was? Scherz, voll gut. Okay, gut. Mm. Ja. Scheiße, ich hab kein Foto gemacht. Scherz! Ich muss selber drauf denken, bevor ich das Ganze esse, dass ich noch Bilder fürs Thumbnail mache. Sonst war alles umsonst. Alles umsonst gekocht, dann kann ich es nochmal kochen. Ihr könnt es übrigens so Schichtjoghurts ganz einfach mit jeder anderen Frucht auch machen. Ihr könnt da Erdbeeren nehmen, ihr könnt da, keine Ahnung, Himbeeren, was ihr halt da habt. Und dann schmeckt es gleich richtig lecker. Hoppla. Mm. Wir sehen uns zum Abendessen. Ich habe da auch schon eine Idee. Werde ich euch dann zeigen. Tschüss. Hallo, ich bin zurück. Es ist zum Glück noch hell, relativ hell sogar. Jetzt beeile ich mich, damit ich noch gutes Licht zum Filmen habe. Softbox habe ich, aber Tageslicht ist immer das Beste. Ich wollte eigentlich ganz was anderes sagen. Ich wollte euch jetzt zeigen, was es zum Abendessen gibt. Und zwar mache ich mir einen leckeren Couscous, so einen sommerlichen Couscous-Salat. Dafür brauchen wir zuallererst Couscous. Dann schneide ich da rein, Erdbeeren, Rucola, Hirtenkäse und ich habe auch noch ein bisschen Spargel im Kühlschrank gefunden. Den schneide ich auch noch rein. Und dann einfach noch ein bisschen was fürs Dressing. Da habe ich jetzt ein bisschen Senf, Minze, Balsamico-Dressing-Mix, Olivenöl und so an Balsamico-Rosso. Auch wieder sehr selbsterklärend. Los geht's! Das ist der sommerliche Couscous-Salat. Er sieht auch schon echt richtig sommerlich aus, richtig schön bunt. Und noch dazu schmeckt er auch richtig lecker, ist super gesund und den gönne ich mir jetzt. Mir ist gerade noch eine Sache eingefallen, auf die ich mal kurz eingehen wollte. Weil gerade bei so einem What I Eat, glaube ich, ist halt die Gefahr, dass man sich schnell mal so vergleicht, wie viel esse denn ich, wie viel essen andere, wie viele Kalorien hat das und das. Mir ist wichtig, dass ihr wisst, bei mir sieht nicht jeder Tag genau gleich aus. Ich track auch meine Kalorien nicht. Kalorien tracken ist wirklich mit Vorsicht zu genießen. Natürlich super, wenn man abnehmen möchte, dass man weiß, wie viel man isst, weil man einfach im Kaloriendefizit sein soll. Aber ich würde euch raten, das nur ein paar Tage zu machen, dann bekommt ihr eh so ein ungefähres Gefühl. Ansonsten kann das echt schnell zu so einer richtigen Sucht und zu echt einer Essstörung führen. Deshalb, manchmal esse ich richtig viel an einem Tag, manchmal ein bisschen weniger. Vielleicht esse ich es dann am Abend auf der Couch beim Fernsehen oder so noch was. Boah. Mm. Ich esse wirklich richtig, richtig gern. Und mir wäre es viel zu schade, die Leidenschaft am Essen zu verlieren, nur weil ich mir die ganze Zeit Gedanken drüber mache, boah, wie viel darf ich noch essen, was muss ich noch essen, wie viel habe ich noch frei. Wenn man mal am Tag ein bisschen mehr isst, isst man vielleicht für einen anderen Tag wieder weniger.
wenn so die Grundbasis stimmt, man sich einfach mit einer gesunden Ernährung mal auseinandersetzt, mal überlegt, okay, was kann man womöglich irgendwie ersetzen, wofür gibt es gute Alternativen, aber auch das Pauschalisieren, das ist gesund, das ist ungesund, das ist einfach irgendwie so gefährlich, dass man dann irgendwie keine, dass dann einfach Essen nichts mehr Schönes ist. Das wollte ich irgendwie kurz mal nur loswerden. Und wenn ihr irgendwie Tipps braucht und so weiter, schaut da gerne mal da oder da. Ich glaube da, bei meiner Ernährungsplaylist vorbei. Boah, das schmeckt echt richtig lecker. Aber ich esse jetzt mal, ich komme gar nicht zum Essen. Mahlzeit. Wow, super Perspektive. Ich habe da richtig gut Skabal gemacht, wo alles drauf ist. Das Beste vom Besten. Jawohl. Und? Hey! Gut. Voll gut. Voll gut. Ey, mir ist gerade aufgefallen, weil ich gerade noch ein bisschen am Laptop schon das Video geschnitten habe. Hier ist übrigens Lani. Ey, dass ich gerade mal mich verabschiedet habe. Deshalb, das Video ist eh schon richtig lang. Sagen wir jetzt tschüss. Tschüssi, tschüssi. Und ich hoffe wirklich sehr, dass euch das Video gefallen hat. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, meinen Kanal kostenlos zu abonnieren. Dann verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr wieder öfter solche... Sascha ist gerade noch am FIFA spielen. Öfter solche Videos wollt. Und das war's.